Bewegung bei israelischen Panzern und Truppen am Donnerstag auf einem Militärstützpunkt in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen. Ihr Auftrag ist es, sich auf einen Einmarsch in die im Süden gelegene Stadt Rafah vorzubereiten. Viele Verbündete Israels, darunter auch Deutschland, warnen allerdings davor, da man davon ausgeht, dass dieser Vormarsch zu einer großen Zahl an Opfern in der Zivilbevölkerung führen könnte. Rafah ist aktuell der letzte Zufluchtsort für rund 1 Million Zivilisten, die zu Beginn des Krieges vor den israelischen Streitkräften geflohen sind. Israel hat wiederholt betont, dass die Hamas im Gazastreifen nach dem tödlichen Überfall auf Israel am 7. Oktober komplett vernichtet werden soll. Und daher müsse man auch Rafah kontrollieren.